Rose Fröhlich, echter Patientenfall, komplexes Thema, Gicht, Prädiabetes, Laktoseintoleranz, unklare Bauchbeschwerden. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Kommen wir zurück zur Patientin. Also, die Patientin kam mit einer komplexen Frage in die Ernährungsberatung. Und zwar war festgestellt worden, dass sie erhöhte Harnsäurewerte hatte, also die Erkrankung Gicht, dass sie eine Laktoseintoleranz hatte, dass sie ein Prädiabetes, das heißt die Vorstufe des Diabetes, ist ja eine erhöhte oder manchmal erhöhte Nüchternglucose und auch erhöhte Insulinspiegel, wenn die sozusagen mitgemessen wurden. Ich bin heute ein bisschen heiser, mal gucken, was das hier heute wird. Ich hoffe aber, ja, ihr versteht mich. Das heißt nochmal, sie hatte Gicht, sie hatte Laktoseintoleranz, sie hatte einen Prädiabetes, also wollte natürlich möglichst die Diabetesdiagnose vermeiden und hatte dann unklare Beschwerden, Bauchbeschwerden. Womit fangen wir an? Also, für die Gicht ist es so, dass die Harnsäure A durch Hülsenfrüchte im Körper produziert wird. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Das heißt, am Ende ist die Menge entscheidend, nicht ein Teller voll, sondern in Richtung Handvoll. Und die Harnsäure wird hauptsächlich über tierische Produkte, nämlich über das Eiweiß, was wir in tierischen Produkten haben. Und wenn wir tierische Produkte, Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, die eine Eiweißquelle auch enthalten wird, parallel auch Harnsäure produziert. Das heißt, bei den tierischen Produkten, zum Beispiel zwei, dreimal die Woche Fleisch, dann gibt es die Empfehlung zweimal die Woche Fisch und der Rest kann dann Ei und zwei, dreimal zum Beispiel Wurstwaren verwendet werden auf die 7-Tage-Woche. Man kann das natürlich auch insgesamt reduzieren, was ja auch ganz viele schon machen. Dann haben wir die Situation mit der Laktoseintoleranz, wenn die frisch ist oder wenn sie noch nicht so lange bekannt ist, kann man manchmal probieren, dass man nur Milch und Joghurt weglässt, weil dort der Milchzucker drin ist und viele Patienten dann schon beschwerdefrei werden. Bei Quark ist es so, der Milchzuckeranteil ist tatsächlich sehr gering, weil er in der Molke landet. Das heißt, Kefir, Molke, Buttermilch sollten in der Regel auch nicht verwendet werden. Und es ist so, dass man Käse aufgrund der Verarbeitung und Quark, aber in der Regel auch Sahne wegen dem höheren Fettanteil, häufig gut verwenden kann. Also viele Leute mit Laktoseintoleranz, Milch und Joghurt, Alternative, wenn Buttermilch, Kefir, Molke getrunken wird, das bitte raus, weil da Milchzucker drin ist. Man kann manchmal probieren, laktosefreie Produkte zu nutzen. Diese laktosefreien Produkte sind aber nicht laktosefrei, sondern sie sind Milchzucker gespalten, weil sie das Enzym Laktase enthalten, was die Verdaulichkeit von Milchzucker im Körper verbessert. Und man macht bei einigen laktosefreien Produkten eben die Laktase rein. Da steht irgendwo immer ein kleines Sternchen auf der Verpackung, meistens bei dem Wort laktosefrei. Und das gibt einen kleinen Satz an der Seite, da kann man dann sehen, was sozusagen drin ist und da steht das eventuell, dass da auch das Enzym zugesetzt ist oder der Milchzucker sozusagen gespalten ist. Und weil er gespalten ist, macht er weniger Luft und dadurch haben wir sozusagen weniger Beschwerden. Aber ganz wichtig, nicht immer reicht es, laktosefreie Produkte zu nutzen. Manchmal muss man eben Milch, Joghurt, Kefir, Buttermilch, Molke auch rauslassen, also weglassen. Ersatz für Milch, häufige Fragestellung, kann man Sahne-Wasser-Gemisch machen, 1:1. Gerade für den Schuss Sahne in Kaffee, den Schuss Milch in Kaffee, genau, könnt ihr die Sahne verwenden. Wenn ich Pudding oder sowas herstellen will, ist ja immer bei den Laktoseintoleranzen manchmal auch eine Frage, geht Sahne-Wasser-Gemisch 1:1. So. Sollten jetzt noch weiter Probleme bestehen, man kann das erstmal, haben wir mit der Patientin besprochen, erstmal ausprobieren, dass sie an der Stelle tatsächlich mal guckt, was möglich ist. Man kann ein Ernährungsprotokoll schreiben und dann werden wir das in der Folgeberatung uns einfach mal angucken und nochmal schauen, wo sind noch Probleme. Wenn dann noch weitere Bauchbeschwerden entstehen, dann muss man gucken, ist da eine Histaminunverträglichkeit, ist da eine Fructoseunverträglichkeit, Sorbit gibt es noch, also haben wir da noch irgendwas anderes laufen. Manchmal kann erhöhte Magensäure auch Probleme im Magen und auch für Aufstoßen und so machen. Das heißt, das macht man dann erst im weiteren Schritt.
So, ich hoffe, ihr Lieben, für alle, die diese Kombis haben, ja, schreibt mir eure Kombination gerne in die Kommentare und ich antworte darauf auch gerne. Das heißt, ganz liebe Grüße an alle, denkt dran, Plus weg, ihr wisst, wie das geht. Folgt mir gerne, ich freue mich auf euch und ja, solche Fragen kombiniert natürlich gerne auch in den Lives. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was und vielen Dank für euren Support.